11 Sekunden. Trainer, wir sollen ständig Kontakt halten mit unserer inneren Führung, oder nicht? Wir haben doch diese Führung ständig, denn Gott ist ja immer da. In dir, um dich herum, vor dir, hinter dir, über dir, unter dir, auf dir. Um aber eine auch emotionale Verbindung mit ihm zu haben, empfiehlt Satya Sai Baba, der Weltenlehrer, uns 11 Sekunden auf unsere persönliche, ausgewählte Gottheit zu konzentrieren. In dieser Konzentrationsphase solltest du an nichts anderes denken als an ihn. Wenn Gott doch immer da ist, warum dann diese 11-Sekunden-Übung? Ich habe ein prächtiges Beispiel. In meinem dunklen Raum steht eine Kerze. Sie ist immer in diesem Raum. Da sie nicht von mir angebrannt wird, bleibt es dunkel. Jetzt brenne ich die Kerze an. Und was passiert? Der Raum ist hell. So kann auch das Göttliche wirken. Ohne Kontaktaufnahme keine Helligkeit. Ich weiß aber gar nicht, wie meine Gottheit in Wirklichkeit ausschaut. Dies ist auch nicht entscheidend. Stelle ihn dir so vor, wie du ihn von Bildern und so weiter kennst. Hast du ihn so lange dir vorstellen können, ist er genauso anwesend, wie ich jetzt vor dir stehe. Mache die persönliche Erfahrung, wie sich dies dann anfühlt. Aufgabe: Konzentriere dich täglich 11 Sekunden auf deine Gottheit. Dann ist sie anwesend, wie andere Personen auch. Wenn ich aber nicht an Gott glaube, mache es trotzdem.